Gesund und fit zu Hause mit den Home Workouts der Fitness Family Koblenz. Das Reduzieren von Stress ist gerade in der aktuellen Corona-Krise von enormer Wichtigkeit für viele. Wir haben uns heute bei der Fitness Family mit Andreas Frey von Fit und Frei getroffen. Er bietet unter anderem Hypno- und Stressabbautherapien an. Wie das genau aussieht und vor allem in der Corona-Krise funktioniert, erfahren Sie jetzt. Lieber Andreas, Fit und Frei heißt dein Unternehmen. Das ist ja jetzt weit gefächert. Kannst du uns mal kurz zusammenfassen, was genau dein Berufsfeld ist? Ja, bei Fit und Frei geht es um Stressmanagement, geht es um Veränderungsmanagement. Zum einen auf körperlicher, physischer Ebene, aber auch im mentalen Bereich. Das heißt praktisch, auch du bist darauf angewiesen, deine Kundschaft zu sehen. Jetzt hat die Corona-Krise ja viele, vor allem in der Fitnessbranche und die mit Sport zu tun haben, eingeschränkt in ihren normalen Routinen. Wie gehst du mit deinen Kunden um jetzt in der neuen Situation? Hast du vollkommen recht. Das Thema Online-Coaching ist ganz groß geschrieben im Moment. Das war im Vorfeld eher ein kleiner Teilbereich gewesen. Durch die Krise, durch die Corona-Krise ist das Thema Online-Coaching exponentiell gestiegen und nimmt einen sehr hohen Stellenwert derzeit bei meinen Coachings ein. Coaching ist ja jetzt auch, wie gesagt, weit gefächert. Du hast ja auch mit Hypnotherapie zu tun. Wie funktioniert das denn dann? Ist das über Skype? Hat das den gleichen Effekt, wie wenn du live vor den Personen sitzt oder sind da gewisse Einschränkungen zu erwarten? Also gerade beim Hypnose-Coaching ist es so, dass der persönliche Kontakt sehr wichtig ist. Denn, aus der Erfahrung heraus haben wir gemerkt, dass es auch mit Skype ganz gut läuft oder Zoom, also auch anderen Anbietern. Wichtig ist, dass die Stimme passt, dass der empathische Anteil da ist und das geht auch gut mit Videokonferenz oder auch per Telefon. Du hast ja mir eben schon persönlich gegenüber erwähnt, dass du auch viel mit MP3s arbeitest, also dass deine Patienten dann auch deine Stimme auch generell wahrnehmen, wenn du nicht im Raum bist. Also ist ja schon eine gewisse Gewöhnung daran, dass du nicht aktuell vor Ort bist. Aber man muss sich das so vorstellen, Stress ist ja aktuell, gehe ich mal an, exponentiell im Wachstum, genau wie die Bedrohung durch das Coronavirus. Ist das auch in deinen Geschäftszahlen bzw. in deinen Patientenzahlen zu sehen? Genau, du hast vollkommen recht. Also am Anfang war es so gewesen, dass die Kunden, Klienten erstmal sehr zurückhaltend waren. Es ging etwas runter, was neue Kunden anging. Mittlerweile ist es so, dass der Bedarf im Umgang mit Stress, im Umgang mit dieser Corona-Krise dazu geführt hat, dass deutlich mehr Anfragen kommen. Das ist definitiv der Fall. Jetzt würde man ja sagen, ich wäre ein schlechter Moderator, wenn ich nicht noch versuchen würde, dir einen kostenlosen Tipp für die Corona-Zeit für unsere Zuschauer rauszumogeln. Hast du denn irgendwas, was man generell anwenden kann oder wessen man sich bewusst sein sollte in dieser Zeit, was einem vielleicht das Nervenkostüm ein bisschen entspannt? Also das Schlagwort ist das Thema bewusst. Und das heißt, sich einfach selbst mal mehr bewusst zu werden, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren, die Antennen weniger nach außen zu richten, also Richtung Medien, Richtung was erzählt wer und welche Stimmungen, die mal nicht so aufnehmen, sondern wirklich mal die Antennen nach innen zu richten und mal auf das zu hören, was ist mir wichtig, was brauche ich, wie kann ich am besten mit dieser Situation umgehen. Und je mehr ich mich mit mir beschäftige, desto mehr Chancen habe ich auch, meine Ressourcen zu finden. Also das zu finden, wo sind meine Stärken im Umgang mit dieser Situation. Was brauche ich? Brauche ich jetzt eher was Ruhiges? Brauche ich was Dynamisches, was mich motiviert? Und einfach mal auf diese innere Stimme zu hören und dieser inneren Stimme dann auch zu folgen. Das wäre aus meiner Sicht der goldene Tipp, um einfach mal neu zu starten. Andreas, da hast du es perfekt zusammengefasst. Das wären jetzt auch meine Worte gewesen, um das zu wiederholen. Auf die innere Stimme hören und sich bewusst werden, was einem persönlich wichtig ist, um durch die Zeit zu kommen. Ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, bei dir läuft es weiterhin gut, auch bis zum Ende dieser Krise und auch natürlich danach. Wir sehen uns. Ich danke dir. Dankeschön.